Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hans Wegener, Die Weißtanne. Die Weiß- oder Edeltanne ist in ganz Deutschland verbreitet, bevorzugt aber wärmere Lagen und guten Boden. Sie ist ein ausgesprochener Gebirgsbaum, der am häufigsten in den Mittelgebirgen Süddeutschlands anzutreffen ist. Von der Rottanne oder Fichte ist sie leicht zu unterscheiden durch ihre weißgraue Rinde, durch die platten, unterwärts weiß gestreiften Nadeln und durch den waagerechten Wuchs der Äste. Die Blütezeit fällt in den Mai. Die Zapfen stehen aufrecht auf den Zweigen. Sie fallen nicht ab, sondern verlieren nach der Samenreife nach und nach ihre Schuppen, bis nur noch die Spindel übrig bleibt.